Moin. Ihr Lieben, hier ist der Martin, der das alles angemeldet hat und der seit Tagen hier schon dran ist. Er wird uns jetzt mal berichten, warum hier so wenig los ist. Also, moin erstmal, ich bin Martin. Viele von euch kennen mich mittlerweile. Wir sind ja auf der Straße zum 17. Juni und sind immer noch bei der Mahnwache. Die Mahnwache ist angemeldet. Das ist immer noch eine Veranstaltung, die laufend ist. Und leider, und ich muss jetzt leider sehr, sehr vage sprechen, hält die Polizei mutmaßlich Fahrzeuge vor Berlin auf. Das Spielchen kennen wir alle mittlerweile. Heute habe ich von einer Spedition mitbekommen, die vor Berlin aufgehalten wurde und mehr oder weniger Gewalt angedroht wurde. Die wurden zum Umkehren gezwungen unter der Prämisse des nächsten. Wir sind hier mitten auf dem Fahrradweg. Ne? Jo. Dass sie die nächsten 4 Wochen nicht nach Berlin einreisen dürfen. Ansonsten werden die Fahrzeuge stillgelegt. Dann gibt es noch eine weitere Gruppe von 24 oder 25 Fahrzeugen. Das waren 20 Trecker, der Rest Autos. Das waren Teilnehmer der Bauerndemo, der in meinem Camp traf von Anfang an, der Steven. Und der hat mir heute mitgeteilt, dass die bei Potsdam mal wieder auf den komischen Parkplatz gezogen wurden. Okay. Und dort auch teilweise gewaltsam aus den Treckern gezogen wurden. Es wurde versucht, Videoaufnahmen davon anzufertigen. Die Polizei hat die Anwesenden gezwungen, diese Videos zu löschen, unter Haftandrohung. Wahnsinn. Und teilweise auch unter Androhung der Stilllegung der Schlepper. Für so einen Bauern bedeutet der Ausfall eines Schleppers richtig viele Probleme, das brauche ich euch nicht erklären. Die sind jetzt alle wieder nach Nauen gefahren und haben sich dort neu formiert. Aber die werden zum Beispiel nicht mehr teilnehmen können, einfach weil Angst besteht. Ich habe da dazu erstens den Standort, wo die Leute abgepackt wurden. Ich habe die Chatverläufe als Kopie bekommen von den Leuten untereinander, beziehungsweise von einem Vater mit seinem Sohn, der eben in seinem Traktor dort war. Und auch Voicemails entsprechende. Also ich sag mal so, da läuft eine ganz, ganz fiese Nummer. Wir haben auch versucht, über die Polizei Berlin was zu erwirken. Das Problem ist halt, dass die Polizei Berlin nicht mehr mit der Polizei Brandenburg zusammenarbeitet. In okay. Dem Sinne. Das sind unterschiedliche Dezernate. Und ja, hier läuft offen, augenscheinlich läuft hier ein sehr, sehr mieses Spiel. Ich muss mich leider sehr, sehr vage halten. Ne? Ich sag mal so, wenn ihr die Informationen suchen, werdet ihr sie finden. Wir werden auf jeden Fall klein gehalten. Ich denke mal, nach dem letzten Abend, als wir hier knapp 100 Personen waren, hat man irgendwo an gewissen Stellen Anrufe getätigt, um das hier eben ja, zu vermeiden. Nach den ganzen Vorkommnissen des Vormittags kam dann heute Nachmittag ein guter Mann vom Grünflächenamt hier an. Ein Schreibtischtäter und ein Arbeiter. Der Schreibtischtäter, ein kleiner Hektiker, konnte sich nicht ausweisen. Sein Arbeiter, ein sehr wortkarger Mensch, der kein Wort gesagt hat, aber er hatte einen Ausweis. Und hat sich echauffiert über die Grünflächennutzung hier, die, wie ihr alle wisst, seit der Bauerndemo besteht. Und auch der Überzeugung, dass das hier eine nicht angemeldete Veranstaltung ist. Ich habe den Mann wieder von dann geschickt, weil ohne Ausweis, ne, keine Rückmeldung. Auf jeden Fall wird jetzt versucht, über, Terror im Grunde genommen uns zum Aufgeben zu zwingen. So sieht es zumindest für mich aus. Ich rechne auch fast damit, dass das Ordnungsamt hier auch noch auftauchen wird. Katasteramt oder was auch noch. Die haben etliche Hände, die uns auf den Hals nicht ätzen können. Und wir brauchen hier auf jeden Fall viele, viele Menschen. Wenn ihr herkommen wollt, macht keine Erkennungszeichen an eure Fahrzeuge, sonst lauft ihr Gefahr, dass ihr rausgezogen und aufgehalten werdet. Das, was ich gerade erzählt habe, sind nur die Fahrzeuge, von denen ich weiß. Ja, also es wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr sein an Leuten, die da aufgehalten werden. Zum Teil wurden die Fahrzeuge auch verfolgt von der Polizei. Also hinterhergefahren, Nummernschilder sortiert, dann vorbeigefahren, ausgebremst. Okay. Wäre es für dich machbar, ein paar Namen zu nennen von diesen, die jetzt kommen wollte, damit wir einfach denen auch danken und sagen, nicht aufgeben? Tatsächlich würde ich das gerne. Aber es ist mit den Betroffenen nicht abgesprochen. Okay. Deswegen kann ich jetzt an dieser Stelle keine Namen nennen. Ich werde das nachher abklären, ob wir die Namen nennen dürfen. Super. Na, aber ich will jetzt niemanden irgendwo in die Bedrohung reindrücken. Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Leute. Denn wenn wir so wenige sind, haben sie die Möglichkeit, uns hier zu räumen. Je mehr wir sind, desto schwieriger wird es für sie. Also ihr Lieben, ihr habt es gehört, bitte, bitte kommt hier. Es geht weiter, die Mahnwache ist für euch, für Menschen.
Diese Mahnwache ist nicht für Funktionäre, die Mahnwache ist nicht für irgendwelche Verbandsmitglieder. Denn was dabei rausgekommen ist, haben wir alle an den Großdemonstrationen gesehen. Das ist ein Trauerspiel. Das hier ist eine Veranstaltung für Menschen. Wir hatten eigentlich geplant, jeden Tag Kundgebungen ab 14 Uhr abzuhalten. Dafür sind Megafone und Beschallungsanlagen erlaubt, wurde uns zugesagt. Und gestern hatten wir das auch, da waren sehr, sehr interessante Beiträge dabei. Heute ist das Ganze leider ein wenig eingeschlafen, weil eben auch die, ja, der Andrang der Leute nicht da war. Wir brauchen euch, damit wir gemeinsam verhindern können, was hier läuft. Ne? Ihr wisst alle genau, wovon ich rede. Ne, und ja, ich danke auf jeden Fall. Also ihr Lieben, ihr habt es gehört. Bitte kommt, guckt ihr, alle, die hier jetzt sind, ihr könnt sie doch sehen. Sie haben es auch geschafft, hier dabei zu sein. Schaut hin, wir haben alles da, wir sind bestens ausgestattet. Auch die haben es geschafft, hierher zu kommen. Lasst euch nicht abhalten, denn das ist genau, was man versuchen möchte. Man möchte uns sabotieren und blockieren. Und das kann es nicht sein. Ja, hier drüben gegenüber stand einen halben Tag ein Sprinter voller Polizisten, aber nicht Knüppeltruppen, sondern Alarmtruppen. Also wir hatten auch den ganzen Tag über Probleme mit unserem Funk. Ob da jetzt ein Zusammenhang besteht, das mag sich jeder selber denken. Na, ich bin da nicht.